Gut, wir werden jetzt endlich mal wieder dieses Insel-Minispiel spielen. Eine Wii U-Konsole, die einsame Insel spielen? Ja, Mann. Das haben wir nämlich Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Oh, guck mal, das ist Barry! Desert Island Escape. Spielen wir schon mal gleich 5? Weil alles andere ist nicht freigeschaltet. Ne? Verwende mit Amiibo oder aber zwei Spielmünzen je Bewohner, um bis zu drei Abenteurer zu wählen. Ich möchte ganz gerne coole Leute reinholen. Wir holen uns einmal Hanne. Hanne ist Meisterköchin. Dann holen wir uns Sissy. Sissy ist ein Ninja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Sissy Ninja ist. Und dann holen wir uns Aki. Und Aki sieht aus wie ein Ninja. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Schlafmütze. Orangen, zweimal Essen, zwei Weitsicht. Ja, mal gucken, wir spielen das jetzt einfach erstmal und schauen, was passiert. So. Oh mein Gott, das sieht so süß aus. Das sieht so süß aus. Willkommen auf der einsamen Insel. Auf der Insel verbergen sich Bauteile für ein Floß. Finde sie innerhalb des Zeitlimits, um von der Insel zu entkommen. Deine Punktzahl wird unten mittig auf dem Touchscreen angezeigt. Die Punktzahl hängt von deinem Fortschritt ab. Viel Glück. So, also wir haben Proviant für 3 Tage. Wir müssen 3 Holz und ein Segel finden. Und jetzt ist zuerst Hanne dran. Hannes Fähigkeit ist Meisterköchin. Verbring den Tag entweder mit Kochen oder erkunde die Insel. Kann man sich also entscheiden. Wir haben jetzt allerdings ziemlich viel zu essen noch. Also würde ich sagen, 3 Felder erkunden. Und da ist so ein Fragezeichen. Das klingt ganz spannend. Am Strand. Da gehen wir hier hin. Hier haben wir jetzt schon mal einen Stock gefunden. Das ist sehr gut. Super, ein Stock. Damit lässt sich ein Werkzeug herstellen. Können wir gerade noch nicht so viel machen. Jetzt können wir das hier erkunden. Oh, und wir haben gleich spontan mal eine Schnur gefunden. Damit können wir jetzt dann halt schon eine Angel herstellen. Das ist richtig gut. Sehr gut, jetzt ist Sissy dran. So, Sissys Fähigkeit ist Ninja. Er späht Gegner und bewegt sich, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Also wenn jetzt hier richtig fiese Möb sind, können wir denen halt, ohne dass sie uns gleich sehen, quasi aus dem Weg gehen. Nutze diese Fähigkeit, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Dann gehen wir mal hier hin. Die ganze 5 Felder erkunden, das ist halt ziemlich viel. Ziemlich nützlich. Da noch einmal hin. Sieh nur, all die Zitronen. Wenn du kräftig am Stamm rüttelst, fallen bestimmt Früchte herunter. Oh nein, 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 nein. Ihr wisst doch, ich habe kein Glück bei sowas. Oh, nevermind, vergesst, was ich gesagt habe. GG, 4 Zitronen, das tut sich lohnen. Also Skorbut kriegen wir schon mal nicht. Jetzt hat sich unser Proviant um 4 erhöht. Sehr gut. Ich liebe dieses Minispiel. Nahrungsmittel wie Früchte und Fische erhöhen den Proviant. Hast du genug Proviant gesammelt, um alle Abenteurer zu ernähren, erhöht sich der Proviantzähler um einen Tag. Gut, dann gehen wir jetzt noch hier hin. Und jetzt haben wir einen Stein gefunden. Geil, ein Stein. Ja, ein Stein, ey, wirklich. So, Aki ist eine Schlafmütze, schläft am liebsten den ganzen Tag, um Energie zu sammeln. Einmal ausgeschlafen, läuft er dafür extra weit. Was machen wir mit unserem Aki? Du kannst erstmal nochmal Felder erkunden, mein Freund. Und dann du könntest hier schauen, was es hier Spannendes gibt. Oh, Bananen! Wow! Banane. Eine Banane. Okay, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja 3 Bananen. Wow, Leute, was ist was los? Was hier los? Was ist hier los? Was ist denn das? Wir haben was zum Essen gefunden. Unser Proviant erhöht sich. Läuft richtig gut für den ersten Tag. Nice! Da drüben kann geangelt werden. Wir gehen jetzt mal bis zu den Felsen, die sich Hallo sagen. Wenn du jeden Abenteurer bewegt hast, wird es Nacht. Wähle ein bereits erkundetes Feld, um das Zelt aufzuschlagen. Am nächsten Morgen starten dann alle eure Abenteuer von dort. Ich glaube, das wäre hier ganz sinnvoll. Weil wir hier auch diesen Hochstand haben. Das ist gar nicht schlecht. Aber alle müssen von dort aus sich dann bewegen. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich glaube, das machen wir mal. Soll das Zelt heute Nacht hier aufgeschlagen werden? Yep.
Dann können wir uns gerade auch mit unserem Ninja, die Ninja-Ente, sehr weit bewegen. Im Zelt können die Abenteurer mit Materialien Werkzeuge herstellen, um den Tag abzuschließen. Lass sie etwas essen und schlafen. Essen verbraucht Proviant, achte darauf, dass er nicht ausgeht. So, was sollen die Abenteurer machen? Erstmal ein Werkzeug, das wäre ganz toll. So, was können wir machen? Wir können eine Schaufel machen, eine Schleuder machen, eine Angel machen. Das ist schwierig. Was machen wir als erstes? Ich glaube, wir werden als erstes wahrscheinlich auf Tiere treffen oder auf Fallen treffen. Ich weiß nicht. Wir sind jetzt nicht unten am Strand, da wo die Fische sind. Also Angeln wird nicht so viel bringen. Das Buddeln von Fallen ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Aber ganz ehrlich, wir nehmen mal lieber die Schleuder, würde ich behaupten jetzt. Also Angeln ist halt schon, das ist halt immer Food. Aber wir gehen jetzt hier erstmal, wir gehen jetzt erstmal auf die Schleuder, weil wir haben nämlich von uns, ich glaube rechts war es ein Busch, der sich bewegt. Das könnte ein Tausendfüßler sein. Ja. Machen wir das mal. Sicher ist sicher. Tada! Die Schleuder ist fertig. Dagegen haben die Kreaturen der Insel kaum eine Chance. So, und jetzt könnt ihr essen und schlafen. Wir brauchen halt jetzt nur noch mal einen Stock finden, dann ist das gar kein Problem. So, jetzt habt ihr euch etwas Ruhe verdient. Oh mein Gott, die sind so knuffig. Ich finde auch, dass das, was ist das? Das ist kein, das ist ein Hörnchen, ne? Die Sally, das ist ein Eichhörnchen. Das ist süß. Hanna heißt die im Deutschen. Was möchtest du heute tun? Hanne kann ganz gerne kochen heute. Was jetzt wohl brutzelt? Und wie viel gibt das? Um 2 erhöht. Naja, immerhin besser als gar nichts. Gut. Jetzt ist Sissy dran. Sissy kann einmal dahin. Das ist halt unglaublich gut. Von hier aus können wir eine Menge sehen. Und dann sollten wir... Oh, das ist... Jetzt müssen wir da unten lang, ne? Müssen wir jetzt quasi wieder hier zurück. Um irgendwo hinzukommen, wo es spannend ist. Hätten wir vielleicht unser Zelt da nicht aufschlagen sollen. Aber wenigstens sehen wir jetzt die ganze Insel. Ich dachte, das geht dahinter vielleicht noch weiter. Okay, dann gehen wir jetzt über das Feld lang. Ja, vielleicht ein bisschen Waste of Time. Oh nein! Eine Fallgrube! Schnell! Oh, wir haben es geschafft. Bei meinem Glück habe ich mich ehrlich daran festsitzen sehen. So, puh, du hast es geschafft. Besser als gar nichts. Jetzt mal da lang. Und dann da lang. Die alle anderen können so schlecht erkunden irgendwie. Weil er geht 3 Felder. Wo soll er denn hingehen? Da unten maximal. Ach, schwierig. Ungünstig. Nicht schon wieder! Ich hätte eine Schaufel machen sollen! Oh. Wie viel Pech kann man haben? Jetzt steckt sie da fest und bleibt da. Oh. So, Aki ist dran. Aki kann... Ja, weißt du was, Aki? Dann geh doch schlafen. Wir schlagen heute unser Zelt woanders auf. Dann kann er nämlich morgen doppelt so viel laufen. Dann war das heute halt so ein bisschen Waste of Time. Dann gehen wir heute unser Zelt hier aufschlagen. Dann können wir diesen ganzen Bereich hier erkunden. Easy. Ja, klar, gar kein Problem. Was sollen die Abenteurer machen? Ja, essen und schlafen, wir haben nichts, was wir sonst machen können. Schnappt euch einen leckeren kleinen, was auch immer ihr da snackt. Kleinen Snack, ich trinke auch mal einen kleinen Kakao, Moment. Und kühler Kakao bei dem Wetter ist echt toll. Ja, ihr habt euch nach den Strapazen etwas Ruhe verdient. Sie an dem Stehen einfach einschlafen. So, wir haben nur noch 5 Tage Zeit. Oh, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. So, Hanna, du kannst heute auch 3 Felder erkunden, weil wir können in 3 Richtungen weiterlaufen. Also hier schauen, was da los ist. Da können wir leider nicht angeln. Nicht schon wieder! Ich hätte eine Schaufel bauen sollen! Oh mein Gott, die Chance ist so hoch, dass das schief geht. Oh nein! Oh.
Warum habe ich die blöde Schleuder gebaut? Und Dreck. Ich gehe mal hier in die Richtung der wackelnden Büsche. Einfach wegen... Ja. Oh mein Gott, ich tilte. Was ist denn da? Diese Insel ist einfach voller Löcher. Könnt ihr mal bitte aufpassen, wo ihr hinlauft? Puh, das wäre echt knapp. Dann gehen wir lieber hier rein ins Gebüsch. In der Nähe ist eine Kreatur. Du versuchst wegzuschleichen. Oh oh. Wow. Nein, der Hundertfüßler hat dich entdeckt. Ich habe eine Schleuder. Und mitten ins Gesicht. Aua, es hat mir wirklich mitten ins Gesicht gehauen. Das arme Viech. Aber dafür, dass die Schleuder dabei war, war es nicht so gut. Wir haben das Segel gefunden. Oder? Nee, das war nur Stoff zum Herstellen. Von einem Köcher oder sowas. Wir haben sonst noch nichts gefunden. Okay, wir haben wenigstens einen Stock gefunden. Das ist schon mal besser als gar nichts. Ein Stock, ab in den Rucksack. Ich möchte gerne hier hin. Da könnten wir das nächste Mal unser Zelt aufschlagen. Ui, lecker. Das sind Litschis. Ich mag Litschis total gerne. Ich bin nur leider allergisch dagegen. Komm schon, wir brauchen ganz viele Litschis. Litschis, Litschis. Ja, immerhin drei. Besser als gar nichts. Du hast etwas zu essen gefunden. Und damit hat sich unser Proviant wieder um einen Tag erweitert. Yeah. So, Aki ist dran. Aki ist jetzt ausgeruht. Aki ist voll am Start und wird als nächstes direkt in der Falle laufen und kann sich nicht mehr bewegen. Boah, ich kann 7 Felder mit dem erkunden. Das ist ja richtig sick. Stein, sehr gut. Ab in den Rucksack. Da ist anscheinend auch noch was Spannendes. Oh, etwas Medizin. Das ist auch sehr gut. Hier gucken. Da gucken. Dort gucken. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. So. Ja, hier könnten wir halt noch einen Fisch angeln. Hier hin zu bewegen. Das ist, wenn du dieses Update hast für dieses Welcome Amiibo. Hm. Und du hast auf dem Campingplatz jemand, der dir eine Nintendo Wii U verkauft. Hm. Und du kannst tatsächlich mit der Nintendo Wii U dieses Minispiel spielen, was eigentlich ein Spiel für Animal Crossing Amiibo Festival ist, was es auf der Switch gibt. Und sie haben das halt hier reingepatcht, weil die Leute das so geliebt haben. Spiel im Spiel. Ja, es ist ein Spiel im Spiel. Ich find's mega knuffig und es macht super viel Spaß. Ja. Ich mag sowieso diese Art von Brettspielen total gerne. Ja, bitte einmal da auf dem Baum zelten. Sicher ist sicher, man weiß es ja nie, ne? So, mit den gefundenen Materialien kannst du Werkzeuge herstellen. Ja. Genau. Ein Werkzeug, bitte. Sag mal, Leute, glaubt ihr, es lohnt sich jetzt noch, eine Schaufel zu machen? Es lohnt sich das jetzt noch, eine Schaufel zu machen? Ich würde sagen, wir gehen angeln, weil wir in der Nähe vom... Oder sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Hm. Stimmt, Amiibo Festival war noch für die Wii U. Oh Gott, schon so lange ist das her. Ich glaube, ich bin schon in alle Löcher gefallen. Ja, das glaube ich auch. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach eine Angel. Wir machen jetzt eine Angel... Ja, komm, hau auch raus mit der Angel. Und mit dem Stein beschmeißen wir jemanden, der gemein zu uns ist. Weil wir brauchen was zu essen auf jeden Fall. Ja, essen und schlafen. Ich wette, jetzt brauchen wir die ganze Zeit einen Kecher oder wir fallen wieder in Löcher. Das kann, wir haben doch alle Löcher dieser Insel gefunden. Also ich meine wirklich, das geht doch gar nicht mehr. Oh Gott, nur noch 4 Tage. Wie schaffen wir das überhaupt? Können wir noch ein bisschen so viel essen noch? Du kannst heute noch mal kochen. Tatsächlich. Weil mit dir kommen wir heute, was die Felder angeht, nicht so weit, wie wir kommen müssen. Und 4! Wow, ja, nice! Sehr gut gemacht. So, Sissy. Sissy geht jetzt hier entlang. Wir haben... Ja, wir müssen noch 3-mal Holz finden, weil das ist unglaublich. So, wir, mit dem anderen Hasen können wir da außen lang gehen. Und jetzt müssen wir... Deswegen gehen wir hier lang. Oh oh. Oh oh, jetzt doch bloß den Kescher gemacht. Nein, 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 nein.
Nein, 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 nein. Oh, stimmt, wir können ja wegschleichen. Schön wegschleichen. Du willst keine Bienenstiche riskieren und schleichst lieber weg. Ich hab doch bloß den Kescher gemacht. Mein Gott. Wie belastend das ist. Das gibt Punkte. Dann können wir hier angeln. Also jetzt ist natürlich die Angel wieder super. Sei denn, ich kann das mit dem Angeln nicht. Fische, schnappst du dir alle. Zeig mir, was du kannst. Wir werden leer ausgehen. Ach, komm schon. Das ist ja wie in echt bei Animal Crossing. Das ist so gemein. Ich kann einfach nicht angeln. Ich bin so schlecht im Angeln. Ach, Manno. So, jetzt ist Aki dran. Aki, du gehst jetzt... Nein, du gehst nicht schlafen. Nein, Aki, du gehst noch 3 Felder erkunden. Die sind nämlich genau neben dir. Gehst hier hin. Und er fällt in ein Loch. Ja, call it. I called it. Oh nein, eine Fallgrube. Nein, 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 nein. Puh. Oh mein Gott, puh. Das war wirklich ein bisschen knapp. Uff. Ey, cool. Nochmal Medizin gefunden. Leftburn. Und. Oh, Bananen. Sehr gut. So. Kräftig am Stamm rütteln. Wird es eine Banane? Ja, es wird nur eine Banane. Es wird nur wirklich nur eine Banane. Oh Mann. Ey, voll traurig. Super traurig hier. Eine Banane, eine einzelne nur. Oh Mann, oh. Wir können hier nichts aufstellen. Oh wow, da können wir dann gar nicht durch. Okay, dann nutzen wir das aus, diesen Teil der Insel komplett zu erkunden morgen. Ja. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Ey, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, ne? Und wir haben halt auch nicht mehr viel zu essen und all das. Es ist jetzt echt ein bisschen ungünstig, was ich hier mache. Oh Mann. So, jetzt haben die sich ein bisschen Ruhe verdient. Geht schön schlafen. Noch 3 Tage. Also wir könnten jetzt wieder was kochen. Wir lassen nochmal Felder erkunden und wir lassen ihn schlafen. Dann nehmen wir hier die äußeren 3 Felder und sie nimmt die inneren Felder. So. Ja, Mann, endlich mal ein bisschen Holz. Wir müssen noch das Segel finden. 3000 Punkte gibt das, wow. Zack. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, es kommt schon wieder ein Loch oder sowas. Lecker Zitronen. Bitte, 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 4, bitte, 4. 3, besser als gar nichts. Ui, 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 ui. Oh my goodness gracious. Haben wir damit jetzt wieder einen Tag mehr? Oh, Gott sei Dank. Ja, okay, noch 3 Tage Proviant reicht für 3 Tage. Also alles andere kann es jetzt quasi mehr oder weniger egal sein. So, Sissi kann ja total viele Felder gehen. Dann gehen wir erstmal die Felder, die wir noch nicht erkundet haben. Oh, oh. Schon wieder ein 1000-Füßler. Konntest den Kampf gerade so vermeiden? Die ist ja wirklich gut. Jetzt ist die Frage. Auf diesem anderen Feld kann nichts sein. Es kann nur was auf Felder mit Fragezeichen was sein. Da ist schon wieder einer. Oh, hat nicht geklappt. Schade. Ganz so ein krasser Ninja ist sie ja dann doch nicht, ne? Gut, dass wir eine Schleuder haben, Leute. Oh, wow. Ich hätte mich jetzt echt geärgert, wenn das nicht geklappt hätte. So viel Pech kann man nicht haben. Wenn wir wenigstens was dafür kriegen würden. So, 2 Siege in Folge. Ja, Mann. Ich hole mir jetzt hier den Honig. YOLO. YOLO! Ich habe keinen Kescher, das ist völlig egal. So. Verjagen. Das wird, Leute. Das kriegen. Das wird. Das wird. Ich sehe es. Ich sehe es. Das wird. Nix. Oh nein. Also, ihr seid wirklich kein Ninja. Oh. So, Aki. Wir können hier nichts mehr erkunden. Nur Sachen mit einem Fragezeichen lohnen sich. Also kannst du schlafen. So. Halt einfach am Pennen ist. Das bedeutet, wir gehen heute hier hin. Ja, genau. Ja,
Ja. Und die Felder haben wir morgen alle erkundet und dann sollte das GG sein. Das Spiel macht übrigens ein bisschen süchtig. So, jetzt gibt's erstmal Medizin. So, heilen. Oh nein, sieht so traurig aus. Gut, dass wir so viel Medizin gefunden haben schon. Honigwabe wäre halt total nice gewesen irgendwie. Also eigentlich war es nicht notwendig, die Honigwabe zu holen. Weil wir haben ja genügend Essen. Ja, im Winter können wir auch nichts machen. Gehen wir essen und schlafen. Ich finde, das macht halt schon ziemlich viel Spaß, dieses Minigame. Ich habe das ein bisschen zu viel gespielt auf der Switch. Nicht auf der Switch, auf der Wii U. Ich komme komplett durcheinander. Was auch immer. Wo auch immer. So, Hanne ist dran. Ne, wir brauchen nichts mehr zu essen. Wir haben genügend. Du kannst drei Felder erkunden. Wir brauchen auch den Fisch nicht mehr angeln. Deswegen können wir einfach direkt hier straight weitergehen. Okay, es sind nur Bananen. Ich hatte auf irgendwas anderes gehofft. Aber es ist in Ordnung. Ich nehme auch Bananen. Einfach, weil es... Eine Banane. Oh. Drei Bananen sogar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also nicht schlecht. Also dafür, dass es eigentlich drei so dicke, fette Bananenstauden sind, müsste sich unser Proviant viel stärker erweitern. Dahin. Natürlich, hier war das ganze Essen. Lychees. Großartig. Jetzt haben wir Glück die ganze Zeit und kriegen die dicken, fetten Früchte ohne Ende. Ja, können wir sehr lange auf der Insel bleiben, im Zweifelsfall. Falls wir es nicht auf die Reihe kriegen, dann können wir ja für immer bleiben. Da ist das Holzstück, jetzt brauchen wir nur noch das Segel. Das müsste sich doch jetzt machen lassen mit dem Segel. Das müsste doch jetzt gehen. Hier müsste doch jetzt irgendwo das Segel versteckt sein. Also spätestens Aki findet das dann. Da ist ein Stock. Das ist gut. Hier muss irgendwo. Irgendwo hier. Oh oh. Oh oh. Da nähe ist eine Kreatur. Ja. Habe ich erfolgreich weggeschlichen. Sie ist zwar einfach nur stehen geblieben und jetzt geht sie drauf zu, aber ist okay. Oh Gott. Nein, 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 das ist so kurz vorm Ziel, das ist so kurz vorm Ziel. Nein, 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 nein. Klar, kein Problem. Oh Gott sei Dank. We did it. We did it, guys. Sehr schön. Das war das letzte Bauteil für das Floß. Ob wir auch so ein Floß dann... Stimmt, wir können ja auch so ein Floß dann bauen bei Animal Crossing New Horizons. Ob es dann das Minispiel auch wieder geben wird, das wäre halt voll knuffig. Geschafft. Ich sag ja zwischendrin mal so eine Runde. Animal Crossing Insel Escapisch zu spielen ist einfach schön. Wow. Guckt euch dieses Team an. Okay, Erforschungsrate. Wir haben halt super... Hä? Wir haben doch fast die ganze Insel erforscht. Ja, wir hatten noch einen guten Essensbonus. Das gibt nur so wenig Punkte. Wie soll man das Ziel denn erreichen? Was wollen die von einem? Wie geht denn das? Wer schafft so einen Highscore? Also ich schaff das nicht. Vielleicht, wenn man die Insel schon kennt, sind die immer identisch, die Inseln? Dann wäre das ja echt gemein. Dann könnte man sich das ja immer ganz schnell alles holen, wenn man weiß, wo man genau lang muss und was man nicht anfassen sollte. Desert Island Escape. Wir waren sehr erfolgreich. Drücke Start zum Beenden. Das ist zwar irgendwie kontraproduktiv, aber wir haben es geschafft. Was für ein erfolgreicher Tag. Franz telefoniert, by the way, falls ihr euch wundert, was ihr im Hintergrund hört. Nicht, dass ihr euch wundert. Ach, guck mal, da ist wieder der Typ mit dem Afro im Fernsehen. Schön, dann skippen wir jetzt noch einen Tag. Und in der Hoffnung, dass niemand... Oh nee, in der Hoffnung, dass niemand auszieht. Vielleicht können wir nochmal auf Sonntag, vielleicht haben wir nochmal coole Rübenpreise. Dann würde ich nochmal riskieren, Rüben zu verkaufen, Leute. Dann würde ich es nochmal, ne? Dann würde ich das nochmal riskieren.